Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu Pokémon. Ich habe kurz mal meine Pokémon geheilt noch. Was heißt kurz? Es ist schon wieder eine Weile her. Und ja, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal Rocco zu besiegen einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob das direkt klappen wird, da der ein Onix hat, was Felswurf kann oder Felsgrab. Ja, Felsgrab war's. Und das wird unserem Teil schon mächtig zusetzen. Aber das Kleinstein sollte kein großes Problem sein, wenn wir Metallklaue einsetzen. Sollte das. Na, verdammt. Zieht nicht ganz die Hälfte ab. Und es setzt Härtner ein. Und deswegen werden wir auf jeden Fall drei brauchen. Bis auf, es wäre ein Volltreffer gewesen, war es aber nicht. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob der hier schon einen Trank hat, aber ich glaube schon. Ja, ohne Metallklaue, wenn man mit Glumanda kämpft und ohne Metallklaue, dann hat man hier so gut wie keine Chance, weil Normalattacken sind ja nicht darauf effektiv. Ja, Metallklaue. Wir müssen einfach draufhauen und hoffen, dass der jetzt nicht mit Felsgrab. Oh, er kommt mit Felsgrab an, aber es geht daneben, weil Felsgrab hat keine so hohe Trefferquote, zum Glück. Aber jetzt trifft's. Und das wird. Ah, okay, es geht sogar. Es zieht nicht ganz die Hälfte ab, das ist gut. Aber es hat auch unsere Initiative gesenkt, was bedeutet, der hat jetzt zweimal nacheinander angegriffen. Man kann schon. Okay, zum Glück setzt er nur Umklammerung oder so irgendwas ein. Und damit ist er down. Und wir erreichen Level 16, das ist schön. Und wir haben den Arenaleiter Rocco besiegt. Das ist doch toll. Ja, jetzt bekommen wir den ersten Orden. Ja, komm. Ja, ich hab dich besiegt, bla. 1400, das ist nicht schlecht. What? Flame ist. Also entwickelt sich, yay! Und jetzt haben wir einen. Glutexo, ja, das ist doch toll. Jetzt geht das Ganze gleich ein bisschen mehr ab. Okay, wir bekommen TM 39, das ist Felsgrab. Und ja. Das senkt eben zu einem. Also manchmal senkt es die Initiative. Und es ist eben eine Steinattacke, aber die hat relativ wenig Trefferquote. Was bedeutet, ich werde sie niemandem beibringen. Vor allem weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt einen Stein-Pokémon mit ins Team nehme. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wen ich überhaupt noch ins Team nehme. Ein Team-Pokémon haben wir ja wohl schon und ich glaube, ich weiß auch schon, was ich als zweites nehmen werde. So, wir gehen jetzt mal diese Route hier entlang. Wer ist das? Das ist ein Professor, der Professor Eich kennt. Und der gibt uns Schuhe, mit denen wir schneller laufen können. Aber die werde ich jetzt nicht unbedingt gebrauchen können, weil ich ja sowieso auf Spielgeschwindigkeit 1,5 spiele, was bedeutet, dass es ein bisschen schneller ist als normal. Und ja, da muss ich das nicht unbedingt verwenden, aber okay. Man nimmt Geschenke ja immer gerne entgegen. So. Wir setzen Glut ein. Nein, das reicht genau nicht. Und das macht auch noch so eine Kackattacke, die unsere Genauigkeit senkt. So. Noch ein Taubsi. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt daneben geht. Und oh Gott, das setzt nochmal ein. Jetzt trifft gar nichts mehr. Doch. Das ist. Ja, okay. Jetzt ist down. Wir bekommen unsere Erfahrung, genau wie beim anderen Pokémon 105 EP. Und wir gewinnen 144 Euro. Also Poké-Dollar. Euro nicht. No, no, no. So, hier ist gefundenes Fressen. Nämlich ein Käfersammler. Ja, also da werden wir keine Probleme haben. Falls euch aufgefallen ist, dass ich jetzt anders heiße, das liegt daran, dass der Save State wieder nicht gescheit funktioniert hat. Und ich nochmal von neu bis dahin gespielt habe, wo ich eben war.
Die Pokémon sind die gleichen, bis auf dass ich Pikachu noch gefangen hatte. Aber ja, das wird jetzt nicht viel verändert haben, denn das kommt eh nicht ins Team. Das wäre zwar von Vorteil für die nächste Arena, denn das ist eine Wasserarena. Aber ich denke nicht, dass ich das. Nee, also ich werde es nicht ins Team nehmen. Nein, ich habe schon einen anderen Plan, wie wir die Wasserarena bewältigen. Und ich werde euch aber noch nicht verraten, was das für ein Pokémon sein wird. Aber es kommt davor noch. So. Ein Junge, ein Kid, ein Youngster. Oh je, mit Radfratz, ey. Meine Käse. Oh Gott, der ist sogar schneller als wir. Das ist nicht gut. Nein, nein, nein. So. Was kommt jetzt? Ah, okay. Rettern. Was übrigens, also wenn man es andersrum liest, in Deutsch Natter heißt. Deswegen heißt es auch so. Wem es noch nie aufgefallen ist. Deswegen heißt es auch Arbok, weil das heißt andersrum Kobra. Ist ganz witzig, ist ganz ne ganz witzige Idee. Und vor allem hören sich die Namen nicht mal so blöd an, finde ich. So, jetzt sind wir vergiftet. Das ist nicht so toll, aber den Käfertrainer hier, den werden wir trotzdem noch besiegen können, denke ich. Aber danach gehe ich nochmal zurück zum Pokémon Center. Jo. So, jetzt am Anfang trainieren wir eben nur Flame, damit er auf ein gutes Level hochkommt. Aber es werden schon bald andere Teammitglieder dazukommen. So. Kokuna. Ach so, ja, wir werden ja wegen dem Gift verletzt die ganze Zeit. Das ist das Einzige, was uns hier überhaupt irgendwas abzieht, aber gut. Früher habe ich es meistens so gemacht, dass ich hier schon Taubsi mit ins Team genommen hatte, aber das will ich dieses Mal nicht machen, denn eigentlich bringt das nicht sonderlich viel. Früher habe ich es genommen, damit es Fliegen erlernt, aber das kann ja im Prinzip dann auch Glurak. So, letztes Pokémon. Wir tun uns nochmal weh und haben nur. Oh Gott. Auf dem Weg zum Pokémon Center wird das hier noch abrecken, aber dann ist ja auch schon egal. Auf jeden Fall erreichst du noch Level 18. Yay! Okay, KP bekommen wir ein paar dazu, aber die restlichen Sachen, ja, es geht. Es hat nirgends eine Null, also kann man damit zufrieden sein. So. Mal schauen, wann es abreckt. Wahrscheinlich wieder 2 Schritte vom Pokémon Center. So wie beim letzten Mal auch schon. Na okay, war noch ein bisschen weiter weg. Bäm! Und rein da. Ja, ich möchte die Pokémon heilen und. Yay! Hope you see you again! So. Wir gehen weiter auf der Route. Und ja. Da erwarten uns ja noch ein paar Trainer. Und da hinten gibt es auch ein Gebüsch, wo ich gleich mal versuchen werde, Pokémon zu fangen. Ob es da denn welche gibt, die ich noch nicht habe. Noch nicht habe. Ja, genau. So, was hat die hier? Ah, auch Radfratze. Reicht hier vielleicht einmal? Alter, wie die alle schneller sind. Jawohl. Okay, es war aber auch ein Volltreffer. Hat die noch eins? Nee, Nidoran. Okay. Da werde ich jetzt auf keinen Fall Kratzer einsetzen, weil das hat so eine Fähigkeit, die heißt Giftdorn, glaube ich. Und bei physischen Attacken kann es sein, dass ich dadurch vergiftet werde. Und deswegen mag ich Nidoran und so als Gegner auch nicht. So, besiegen wir dich noch. Und dann steht da noch so ein Junge rum, wo wir extra nochmal einen ganzen Weg laufen müssen. So, Glut. Hier sind die Trainerkämpfe jetzt relativ langweilig, aber spätestens in der Pokémon-Liga werden sie spannend werden. Und der nächste Arena-Kampf, der wird auch spannend, denn Feuer-Pokémon, also mit meinem Flame hier, kann ich da nicht wirklich ankommen. Ja, wir machen noch den Trainer hier kurz. So, der hat bestimmt wieder einen Radfratz.
Komm schon, hab'n Radfratz. Nein, hat keins. Hat ein Habitak. Ah, ich glaube, das kann man auch hier fangen in dem Gebüsch rechts. So. Und ja, da dürfen Kratzer reichen. Ja. Und down. Erreichen wir Level 19? Ja, tun wir. Ja, ganz gute Level. Und wir haben Calvin besiegt. Tschu. Und nochmal den ganzen Weg außen rumlaufen. Kommt hier noch ein Trainer? Ja. Okay. Huch, die heißt Robin. Also ich hätte gedacht, das wäre ein Jungname, aber gut. Wenn die meinen. So. Pummeluff ist ein ganz witziges Pokémon. Aber ja, es bringt jetzt nicht so viel, wenn man das trainiert, denke ich mal. So. Gibt es hier oben noch einen Trainer? Ich schaue mal ins Gebüsch, was es da denn so für Pokémon gibt. Wenn mal eins auftaucht. Ja. Taubsi, nee, das haben wir schon. Tschüss. Ah, Nidoran. Das ist doch schön. Ich tausche lieber mal, da wir nicht unbedingt mit Glutexus schwächen können, weil Glutexus schon zu stark ist. Und falls ihr euch wundert, warum hier das Taubsi so ein bisschen Level hier hat. Geht noch einer? Ja, perfekt. Ja, das habe ich gemeint mit Giftstachel. Weil jetzt sind wir vergiftet. Also nicht Giftstachel, sondern Giftdorn. Ja. So, aber das sollten wir auf jeden Fall fangen können, weil das ist relativ perfekt geschwächt. Eins, zwei und drei und drin. Juhu, Nidoran was caught. Davon ist die dritte Entwicklung eigentlich ganz gut, aber ich werde sie nicht jetzt. Ups, ich wollte gar keinen Spitznamen geben. Ja. Das wurde jetzt abgespeichert in einer Box. Weil unser Beutel voll ist, sag ich jetzt mal. Also, da passt keine Pokémon mehr rein. So, gibt's hier noch was anderes? Ich hätte gedacht, hier gibt's noch Habitak, aber dann war das wohl doch nicht so. Go away safely. Und, ach so, Taubsi ist ja vergiftet. Deswegen, wackelt hier der Bildschirm immer so toll hin und her. Willst du kämpfen? Nee, will er nicht. Gibt's hier irgendwas Cooles? Oh, Pummeluff. Oder Fluffeluff? Ich bin mir da nicht so sicher. Dann würde ich sagen mal Mankey. Ah, das ist ja cool. Also das ist relativ selten eigentlich. Oh Gott. Und das kann Gesang, was es gerade einsetzen wollte, was zum Glück nicht getroffen hat. Weil das hätte uns einschläfern lassen. Ach, mein Pokémon kann, glaube ich, nicht einschlafen wegen seiner Fähigkeit. Oh, auch gut. Nein! Was? Ey, Mann, jetzt bleibt es noch drin. So, drei Pokébälle haben wir nur noch. Das ist nicht gut. Bleib drinnen, bitte. Thanks. Geht doch. Tschu! Yay! Nope. Kommt nicht ins Team. So. Ich glaube hier oben. Willst du was? Nee, willst du nicht? Willst du kämpfen? Nein, willst du auch nicht? Dann gehen wir mal hier in den Pokémon Center, der hier ganz alleine rumsteht, einfach nur. So. Und ja. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis im nächsten Part. Ciao, Leute.